Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Heute zu unserer Ghetto-Burger-Food-Tour. Erste Station, Kumpel und Keule. In der Markthalle. In der Markthalle 9. Genau. Viele Leute haben es reingeschrieben, unbedingt zu Kumpel und Keule gehen. Ich weiß nicht, so viele Kommentare habe ich, glaube ich, noch nie gelesen, was einen Laden betrifft. Der Laden wurde in den Himmel gelobt auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, eine eigene Fleischerei und sowas und haben auch einen eigenen Grill da. Soll wild werden. Ich bin gespannt. Hast du Hunger, Digga? Schön. Wow. Oh, wir haben komm, auch mal einfach also, ab geht's, let's go. Heute auch mit Niki Fuentes dabei, krasser DJ, Dickerchen. Auf jeden Fall mal abchecken hier drunter, ne, bei Instagram. Und jetzt geht's zu Kumpel und Keule, ne? So sieht das hier aus. So, Freunde, bei Kumpel und Keule angekommen. Schaut mal, die Jungs sind Fleischer. Sehen wir schon hier. Eine ganz, ganz krasse Aussage. Ja, guckt euch das mal an. Also selten so was Schönes gesehen hier. Erstmal Props an die Jungs. Ja, wild. Das sieht hier sehr, sehr gut aus, Freunde. Und hier essen wir jetzt unseren ersten Burger heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, was eure Versprechen hier einhalten, ne? Istanbul-Burger. Danke für drei Leute. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir lassen es uns schmecken. In der Halle dürfen wir nicht essen, ne? Leider nein. Nur draußen. Dankeschön. Judy. Lang lebe das ehrbare Handwerk. Digga, ich bin gespannt. Sah auf jeden Fall wild aus. Auf jeden Fall. Sehr speziell. So, Freunde. Ja, so sieht das Ding aus. Klassischer Cheeseburger, Bruder. Nice. So klassisch sieht er nicht aus. Ich bin gespannt. Erster Snack schon von Niki am Start gewesen. Nee, ist gut. Schmeckt gut, ja. Ja. Schmeckt gut. Geil. Ich stehe ja nicht auf diese Steak-Geschichten bei Burgern. Also Medium und so eine Sachen ist für mich Steak. Aber es ist ein bisschen Medium. Ja. Deswegen. Mag ich. Ja, manche mögen es, ich nicht. Bei mir muss Brief sein, bei Burger, weil ich esse ja kein aber Steak. Aber Luxuskritik ist Geschmackssache, ne? Ja, na klar, ist Geschmackssache. Schmeckt gut. Mit dem Stempel bei Bönni, den kriegen wir. Er schmeckt sehr frisch, sehr hausgemacht, sehr durchdacht. Weißt du, wie ich meine? Aber du musst so sehen, Digga, hunderte Leute haben gesagt, es ist der beste von ganz Berlin. Er schmeckt nicht wie ein... Nein. Er schmeckt... Nein. Er schmeckt nicht wie ein buttriger... Brioche Bun American Burger. Genau. Er schmeckt halt frisch, gut durchdacht, handwerklich, genau. Schön gemacht. Ja. Aus Kochsicht. Das ist ein großes Kompliment an den Burger. Mhm. Aber er schmeckt nicht wie ein, wenn man sich jetzt einen richtigen, butterigen Cheeseburger vorstellt, American Style, wird man hier nicht glücklich. Wenn man schöne Fleischerkunst, schönes Brötchen, was Besonderes haben will, was nach Handwerk schmeckt, wirst du hier glücklich. Aber mal was anderes ist gut. Ja. Es schmeckt irgendwie gesund, ja. Was? Irgendwie schon, ja. Irgendwie schmeckt er gesund. Aber Senfdressing ist geil. Ja. Senfdressing, ist das da drauf? So, ja. Schlobi. Ja, auch nochmal eine schnelle Runde hier. Zack. So, Burger-Unboxing bei Schlobi. So sieht das aus. Boah, das Medium ist aber geil in dem Burger, ne? Ja, ich feiere das auch. Ah, der erste Bissen hat mir besser gefallen als bei anderen Burgern. Ja? Ja, doch. Ist halt so saftig, juicy halt so. So ein bisschen matschig, aber nicht so doll. Starker Burger. Handwerklich aber, wirklich gut. Aber nicht der beste für mich, Digga. Bin ich ehrlich. Habe ich schon bessere, glaube ich, gegessen. So. Mein Lieblingsburger haben wir heute leider nicht auf der Liste. Das aber ist welcher? Bürgermeister. Du, den hatten wir schon. Ja, waren wir schon, Digga. Deswegen ist er heute nicht mit drauf. Der beste Burger. Aber der ist auch krass, Alter. Kann man sagen, ja. Nice. Geile Sache. Ja. Die haben mich voll mit Heroin im Heim. Ich hab das nicht mehr ausgehalten, Alter. Ich hab mich bewandt wie ein Nebenschwanz. Ah, Buldi, Mann, das tut mir leid für dich, Dickerchen. Aber wir müssen kurz arbeiten, wir kommen gleich nochmal auf dich zu, ja? So, das war unsere erste Station. Ja. Na, wie heißt du, mein Lieber? Howie. Just in the wind. Howie is just in the wind. Das ist Howie Berlin, meine Freunde. Wind, wir sind Freunde. Raus. Das war unsere erste Station, Howie Kumpel und Keule. Und wir sehen uns in der zweiten. Wir brauchen den wirklich nicht. 4 Euro, 4. Bruderherz, nein, behalte das. Das ist wichtig jetzt bei den Temperaturen. 4 Euro. Alles gut, mein Lieber. Es ist mir wieder ein Fest hier bei mir in der alten Heimat in Charlottenburg, in der Kantstraße, bei Schitzo Burger. Schitzo.
Schiso. Aber wir sind alle auch ein bisschen Schizo in Berlin, deswegen ist das schon okay. Schizo-Burger. Deswegen ist das schon okay. Also Schizo-Burger in der Kantstraße und jetzt essen wir ein paar schizophrene Burger hier. Weil wenn ich diese Karte gelesen habe, klingt Auswahl, schon ein bisschen schizophren. Bin gespannt. Ne? Ich habe, glaube ich, einen Ebi-Burger und wilde verschiedene Kreationen. Chili-Lemon-Burger gibt es hier. Da ist der Jenny. Bis gleich. Danke. Das ist zur Ghetto-Tour, Digga. Die Bullen stehen schon vor der Tür. Oh, hier da ist gerade einer pinkeln gerade. Hier ist gerade jemand seinen Führerschein. Der arme, Digga. Ey, wenn er das sieht, Digga, Liebe geht raus, Alter. Ja, fuck, Digga, shit. Ich fühle mit dir. Ja, ein Gesicht stark. Habt ihr schon mal gegessen? Findet ihr mich jetzt gerade? Wir filmen hier, sind wieder für YouTube. Rum. Du stehst mit dem Bild. So geht das ab, wenn man mit dem Bild steht, steht man halt mit dem Bild. Auf jeden Fall kleiner als die, die wir davor hatten. Ja, der sieht wild aus. Ja. Aber, gönnt euch. Geil aus, dicker Schiss. Sieht saftig aus. Mein Ebi sieht nicht so aus, aber ich habe gehört, der schmeckt geil. Was hattest du? Was hast du? Ein Ebi-Patty. Das ist Schrimps. Und? Was sagt er? Digga, ich habe den crunchiesten Burger von heute. Safe. Und ich habe da reingebissen. Das war richtig krass, Digga. Oh. Garnelen, Patty. Schon gut aus, ja. Wollen wir uns mal tauschen? Bruder, komm hier. Und Brocky, was sagst du? Das ist gut, ne? Schöner Garnelenburger. Oh, was sagst du eigentlich zu deinem, Digga? Sehr gut. Hm? Ja? Niki testet jetzt seinem. Schabi, was ich hier auch mag? Winde Preis-Leistung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ist ein stabiler, schön frisch gemachter Burger. Mhm. Aber der hat auch einfach mal 8 Euro gekostet. Einer. Der ist sehr klein. Und dafür ist er sehr klein. Also teurer Laden auf jeden Fall, finde ich. Aber so schmeckt der geil. So ist der lecker. Ich finde, es ist immer noch nicht der beste Burger Berlins. Aber ein guter. Aber ein guter. Ja, aber Preis-Leistung ist schon krass. Ist teuer. Aber vom Aussehen einer der schönsten, ne? Die sehen krass aus. Oh nein! Oh fuck, Mann. Aber ich hatte heute Angst, dass ich jetzt die drei Burger esse und man kann eigentlich nicht drei Burger essen. Aber der erste Burger war halt so frisch und so natural. Und der jetzt hier auch irgendwie, dass es wirklich geht, da drei Burger zu essen, wa? Ja. Also, könntest du jetzt nicht drei Bürgermeister-Burger essen? Nee. Dann wärst du tot. Nicht. Aber das geht klar. Es ist gleich. Es ist Snack. Es ist wirklich ein Snack, ja. So, jetzt Knicki am Snacken. Du hast auch den Chili Lemon, wie ich hab, ne? Keine Ahnung, warte mal, welchen hatte er? Locki hat mir irgendwas anderes dann noch bestellt, glaube ich, ne? Oh, der war stabil aus, egal. Guck mal. Oh, geil, Alter. Oh. Okay, der sieht echt stark aus. Ja, mit Zwiebeln und so. Okay, guck gespannt. Mal, weißt du, wie wir so alle. Oh, geil, alle so schade, Mann, Alter. Hätte ich mal hingenommen, du weißt doch. Ich muss aber sagen, mit dem Chili Lemon war ich nicht unzufrieden, Digga. Also. Ja, meiner war auch lecker. Ja. Aber kennst du das? Wenn man zuerst das bestellen wollte, dann hat es einen anderen genommen und man selber nicht. Geileres. Und dann kommt es so an den Tisch und man denkt sich so. Schalte, der schmeckt geil. Ja? Probieren. Zeig mal nochmal, wie der aussieht. Ich kann den gar nicht so richtig beschreiben. Das ist der stärkste. Was haben wir denn da genau drauf auf dem? Steht das auf der Liste oder so? Das angebratenes Rindfleisch mit Teriyaki marinieren und Röstzwiebeln selbstgemachten. Geil. Mega geil. Das ist wirklich lecker, ja. Empfehlung. Dann würde ich mal sagen, Niki hat den Glücksgriff gehabt hier heute. Ja. Wo gehen wir hin jetzt? Dritte Station, wieder was Besonderes. Mensch, das ist eine Burger-Tour, sage ich euch. Der besonderen Art. Aber wann machen wir nichts Besonderes? Level Beef steht für Kreativität, meine Freunde. Also, let's go. Mach erstmal die Jacke zu, weil ich habe mich ein bisschen eingesaut auf der Burger-Tour. Müsst ihr ja nicht sehen. Wo sind wir hier, Digga? Dominikusstraße, Hauptstraße. Hauptstraße, Schöneberg. In deinem Bezirk quasi? In meinem Bezirk. So sieht das aus. For 7 Days. Und hier waren wir ja schon mal, wie sich einige erinnern können. Aber hier gibt es was ganz Besonderes. Und zwar diese nassen Istanbul-Burger. Und den nehmen wir heute nochmal richtig auseinander für euch. Ne? Weil das ist eine geile Geschichte, würde ich sagen. Und sehr, sehr selten. Ne? Drei besondere Burger. Drei Burger für Werbebeef, Beef, Digga. Die dampfen. Du hast ja gesagt, du hast schon mal einen gegessen, ne? Ich hab schon mal einen gegessen. Ja. Aber war nicht so dein Fall? Also, ist nicht meins. Ist nicht so dein. Ist nicht so meins. Mal gucken, wie die jetzt hier sind, Freunde. Die waren letztens auf jeden Fall gut stabil. Schöne Burger auf jeden Fall. So, der Meister ist jetzt da. Erklär uns doch mal, wie diese Burger gemacht werden. Ich finde, die schmecken wie eine Wolke. Ja. Wolke? Ja. Erstmal machen wir eine Spezialsoße. Ja. Mit Tomatensoße. Genau. Da viel Gewürze und so. Musst du nicht speziell erklären, ja. Und dann ist da hier eine Maschine, da ist unten ist dieses Wasser. Ja. Dann Wasser kochen, dann kommt dieser Dampf. Dann geht diese Brot und macht diese weich. Ja.
dann wenn ich so eine, zwei Stunden blende, dann kommt sie noch sich feucht und dann sehr, sehr schmeckt. Sehr geil. Warum ist das so beliebt? Was sagst du? Ich denke, weil es zu gut schmeckt. Natürlich. Ja, es weil ist ich habe erst einmal seit Istanbul gegessen. Es zieht alles schön in das Brötchen ein, ne? Ja, ja, natürlich. Und du hast den vollen Geschmack. Let's go, Digga. Vielen Dank, AD von 7 Days sind so schon, lieb zu uns. Ja. Danke, schau mal, Freunde. Ey, vielen Dank. Gestern für den Abend auch geschenkt. Geil, geil. Bis zum nächsten Mal, ja? Ey, mit euch immer gerne. Vielen Dankeschön, Dank. Ja? Dritter Burger, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Da hätte ich keinen Bock mehr. Den lassen wir auf jeden Fall einpacken, aber für den Test. Egal, wir probieren. Wir machen trotzdem. Ja, die Leute haben noch nichts gesehen. Zeig mal rein nochmal. Also, das ist dieser nasse Burger. Der ist jedenfalls sehr, sehr stark. Bieler snackt direkt rein. Niki auch, komm. Mhm. Oh, das ist halt wirklich wolkig. Mhm. Aber Bieler hat davor gesagt, das ist nicht so seins. Ah, ich sehe schon, ist nicht seins. Es wirklich nicht deins? Ja, es sind Geschmäcker, sind verschieden, Freunde. Es ist nicht seins, aber es ist wirklich meins. Ich feiere es. Ist dir zu tomatisch, glaube ich, ne? Boah, Alter. Ich feiere das so hart, ne? Ja, voll. Also ich find's voll geil. Er find's voll scheiße, einteilen, ne? Alter Schwede. Guck mal, Konsistenz wie Schleim, Alter. Nee, nur oben. Ja, aber das ist so... Boah, oben ist so soßig und dann... Was ganz anderes. Dann ist es so wolkig. Ja, ja, voll. Aber ich feiere das hart. Niki, was sagst du? Es ist was ganz anderes mal, ne? Also muss ich schon sagen, ja. Gewöhnungsbedürftig. Wie Level Beef, wir sind ja auch was ganz anderes so als alle anderen YouTuber. Ey Bruder, Herz, aber da sind wir beide wirklich genau gleich. Wir haben genau das Gleiche beide gesagt, wir feiern den hart. Also wirklich ey, ich muss sogar nochmal rein, ich schwör's dir. Obwohl ich keinen Hunger mehr habe. Ich muss sagen, ich fand den Cheeseburger eben noch viel, viel geiler. Also, das kannst du nicht mal vergleichen mit dem. Für mich ist das einer der krassesten in Berlin, der also. Boah, das geht für mich nicht in die Rubrik Burger. Nein! Oha, Anfänger hier, Digga. Eine Schnapsidee oder so. extrem gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Eine Schnapsidee! Ey, ich finde den wirklich lecker, Digga. Die Schmecker sind verschieden, so soll es auch sein. So soll es auch sein. Bald rein. Da sage ich jetzt gar nichts zu, Digga. Ich weiß, da jetzt richtig genüsslich. Du weißt ja, du weißt, was los ist, ne? Zack! Guck mal wieder, jetzt guck mal hier, zack. Krank. Krank, oder? Krank! Ja, ich finde den auch so geil. Hier, halt mal rein. Vielleicht. Es ist wie eine Wolke einfach, in die man reinbeißt. Und das Brötchen ist voller Geschmack. Wolkig mit Aussicht auf 7 Days Burger. Beiß doch noch mal rein, Digga. Komm. Komm mal, jetzt. Los, los. Ich meine. Was ist das? Die schleimige, eklige, was ist das, Alter? Bruder, das ist kein Schleim. Guck mal hier. Du musst richtig stehen hier mit dem, oder? Nee, ich hab versucht. Ist seiner irgendwie anders als meiner oder deiner, Digga? Ich feier das auch. Aber ich glaube, das ist eine absolute Geschmackssache. Ja, voll. Bruder, wie fandest du den Burger? Oh, sag mal, Bombe. Siehst du? Du bist der Einzige. Wie lange? Ja, was ist los? Okay, das war eine neue Folge. Jetzt wieder das Endstück. Das war eine neue Folge von... Level Beef, wir verabschieden uns. Wie lange? Alles klar. Bis dann, ne? Ciao, ciao.